dieses Momentum, so, dass man mit so einer Art plötzlichem Ruhm oder mit dem immer größeren Ruhm, dass man da irgendwo nicht mehr klarkommen würde, das ist schon längst vorbei. Das ist schon längst gelaufen. Und diese Euphorie oder diese Hunderttausender-Zahlen, die hatten wir ja schon in den 80ern. Ja. Wir leben mittlerweile wie Prinz Charles mit unserem Zustand. Ja. Der zieht das ganze stoisch durch.